Hola Ninos, hello kids, bonjour les enfants, hi Bern, das letzte war jetzt da sogar noch Dänisch, ein herzliches Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen bei unserer neuen Serie Tauchenglisch für Kinder oder eben dann auf Englisch Scuba English for Kids. Heute wollen wir uns mit ein bisschen einmal der Grundausrüstung beschäftigen. Wir wollen euch ein bisschen näher bringen, wie denn diese Ausrüstungsteile auf Englisch heißen. Wir sind überzeugt, dass ihr das wahrscheinlich ja schon alle wisst, aber der ordnungsgemäß haben wir uns gedacht, wir gehen das langsam und Schritt für Schritt durch. Eure Taucherbrille oder Tauchermaske, bei den Englischen ganz einfach Mask genannt. Scuba Diving Mask. Scuba Diving steht für Gerätetauchen, also kann man das Wort immer gerne dazu nehmen, dann ist ganz klar, was man hier benötigt. I need a Scuba Diving Mask. Ich brauche eine Tauchbrille, bitteschön. Um dementsprechend auch gut schnorcheln oder tauchen zu können, brauchen wir als zweites, und alle, die den Tauchschirm-Pedisil oder höher haben, wissen das, einen Schnorchel. Und dieses Ausrüstungsteil nennt sich auf Englisch dann Snorkel. Zu guter Letzt brauchen wir, um gut vorwärts zu kommen, noch Flossen. Wir unterscheiden hier im Deutschen unter Schnorchelflossen oder Gerätetauchflossen. Im Englischen ist es oft einfach gesagt, es heißt dann einfach nur mal Fins. Die Amerikaner nennen sie auch ganz gern so lieblicherweise Flippers, das kommt auch immer wieder mal vor, aber jeder versteht sehr schnell, wenn sie sagt, I need Fins, where are my Fins, wo sind meine Flossen? Um Gerätetauchflossen nützen zu können, brauchen wir einen Schuh. Und dieser Schuh, jetzt blättern wir mal weiter, haben wir die Flossen gehabt. Dieser Schuh ist einfach, sind die Boots oder die Bootes. My Bootes. Where are my Bootes? Auf Englisch, wo sind meine Schuhe natürlich. Ein bisschen schwerer wird es vielleicht jetzt da dann zum Schluss noch, wenn ich wissen möchte, ja, wie nenne ich denn das Maskenband da hinten? Stellt euch einmal vor, das reißt ab, ihr braucht ein neues, geht zur Tauchbasis rein, die sprechen jetzt dort Englisch und ihr müsst fragen, ob sie ein Maskenband haben könnt. Dann heißt das Maskenband Mask Strap. Und wenn man diese Maske noch ein bisschen weiter uns anschaut, dann haben wir noch eine Schnalle da vorne drauf, wo das Maskenband ja gespannt wird. Wie wird das heißen? Schlaue Frage. Die Frage stelle ich jetzt an euch. Schreibt uns an kids@dive-company.eu. Die ersten drei, die am raschesten einsenden, bekommen von uns einen kleinen Preis zugesandt. Wir freuen uns auf eure Einsendungen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich sage noch einmal ein Tschüss, Ciao, Arrivederci, bis zum nächsten Mal.